Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Ich möchte heute einen zweiten Teil machen von meinem Video über diesen Feigenbaum. Und ja, ich habe noch mehr Informationen gefunden. Ich habe nochmal das Ganze gelesen, was wir ja alle im Grunde machen sollen. Wir sollen ja alle immer wieder alles lesen, nicht nur ein Vers. Und so habe ich nun eben diese Sachen in Matthäus, diese Geschehnisse in Matthäus mit Lukas verglichen. Wie hat Lukas darüber berichtet? Und wir wissen ja, es ging in meinem letzten Video darum, um diesen Feigenbaum, ja, den Jesus, also es gibt zwar, ich habe über zwei Dinge geredet. Zweimal hat Jesus den Feigenbaum benutzt, um uns etwas zu sagen. Das erste Mal in Matthäus 21 hat er den Feigenbaum benutzt, um zu sagen, dass Schluss mit den Juden ist. Ja, so ungefähr. Aber das halt einfach das Reich Gottes in die Hände von den Heiden gegeben wird. Warum? Weil die Juden, aber besonders eben diese Führer der Juden, die hohen Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, dass die halt Jesus Christus abgelehnt haben. Es fing ja damit an, dass Jesus sich öffentlich bekannt gegeben hat als König von Israel oder König der Juden. Und er hat öffentlich, saß er auf einem Esel und ritt ihn nach Jerusalem ein. Und das sollte ja, ist er ein Zeichen für den König. Dass ein König reitet nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel. Und so hat er sich bekannt gegeben als König. Das heißt, der Sohn Davids. Und auch den Messias. Und sie haben ihn auch dann schon abgelehnt und wollten ihn umbringen. Und dann hat natürlich, das hat das Jesus gewusst. Viele haben ihm nachgejubelt. Die große Masse hat ihm immer noch nachgejubelt, als er eingeritten ist nach Jerusalem. Aber die Führer haben ihn abgelehnt. Gelehnt. Und deswegen hat halt Jesus dann prophezeit, dass das Ende von Juda kommt. Es war nicht Israel, ja, sondern Juda. Das heißt, dieser Baum war nicht symbolisch für Israel, sondern dieser Baum war symbolisch für Juda. Für die Juden und ganz besonders eben für die Führer. Aber wir wissen ja dann auch, dass die meisten Juden zwar ihm nur nachgejubelt haben, eine kurze Zeit, aber dann sind sie trotzdem den Führern nachgefolgt, den ja, Eliten, die ja nur an Macht dachten. Sie wollten nicht Macht aufgeben, auch nicht für Jesus, auch nicht für Gott. Ich werde heute dieses Gleichnis lesen in Lukas, was auch in Matthäus vorkommt, das ich aber auch nicht benannt habe, das letzte Mal. Und zwar kommt es gleich nach Matthäus 21, da kommt dieses Gleichnis, nachdem er eben diesen Feigenbaum, ja, zerstört hat, weil er keine Früchte brachte, hat er gleich daraufhin dieses Gleichnis gebracht. Und ich will das heute aber mal in Lukas lesen, Lukas 21, weil ich damit sagen will, vergleicht Lukas, also fangt mit 19 an bis 21. Nee, das ist in Lukas 20, was ich heute lesen will. Und es ist nicht in 21. Aber ja, das müsst ihr mal, das werden wir jetzt gleich lesen. Das heißt,
Es ist eindeutig, bereitet Jesus vor auf die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Die ganzen 2 Kapitel mindestens sind darauf bedacht. Und deswegen eben auch dieses Beispiel mit diesem Feigenbaum. Aber dieser Feigenbaum ist nicht symbolisch für ganz Israel. Nein, es ist ja der Olivenbaum. Dieser Feigenbaum wurde nur benutzt. Und dann benutzt Jesus ja wieder einen Feigenbaum in Matthäus 24, um uns zu sagen, oder nicht uns zu sagen, sondern den Leuten zu sagen, die vor ihm gesessen sind, die Nachfolger von Jesu, die Jünger Jesu, dass er diesen Jüngern gesagt hat, hallo, ihr müsst aufpassen, die Zerstörung Jerusalems kommt und ihr müsst die Zeichen deuten können. Und das hat er mit diesem Feigenbaum in Matthäus getan. Er wollte ihnen eindeutig zeigen, hört zu, ihr habt eine Generation, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles das geschehen ist. Und über was hat er geredet? Über die Zerstörung des Tempels und Jerusalem. Leute, der hat in 2 Kapitel oder fast 3 Kapitel darüber geredet. Ja? Er hat nicht über das zweite Kommen geredet, sondern sein ganze Kraft war darin, zum Beispiel den Pharisäern zu sagen, wie verdorben sie sind. Und auch den Jüngern und den Nachfolgern zu sagen, folgt diesen Leuten nicht nach. Sie sind falsch. Sie sind falsche Lehrer. Sie sind Kinder von Satan. Hat er gesagt, Otterngift. Ja, hat er sie genannt. Ja, ihr könnt das alles lesen. Ihr könnt es nicht einfach da irgendwas rausziehen. Natürlich die falschen Lehrer, die wollen, dass ihr das macht. Die wissen ganz genau, dass ihr das nicht studiert. Und natürlich, wenn ihr diesen falschen Lehrern nachfolgen wollt, dann müsst ihr das tun, dann tut ihr das. Aber dazu hat es halt dann auch Konsequenzen. Die gleichen Konsequenzen, die halt auch ganz Jerusalem, die Juden damals haben tragen müssen, weil sie den Führern nachgelaufen sind. Es ist heute auch nicht anders. Wir haben eine korrupte Führung überall auf der ganzen Welt. Ganz egal, ob es Amerika ist, Deutschland, egal, Europa. Wir haben eine korrupte Führung, die nur daran denkt, Macht zu haben. Sie kümmern sich nicht um Gott. Sie haben keine Furcht vor Gott. Das werden wir heute sehen mit diesem Gleichnis. Das ist unwahrscheinlich, Leute. Und weil die Pharisäer so waren, deswegen wurde Jerusalem zerstört. Und wisst ihr was? Die Leute, die diesen Führern nachgefolgt sind, haben dafür auch gebüßt. Die Leute, die dieser falschen Führung nachfolgen, die wir heute haben, werden dafür büßen, Leute. Ja, Gott wird seinen Zorn schicken. Diese Leute, er hat es denen gesagt, von vornherein. Deswegen hat er ja da 2 Kapitel dafür benutzt, 3 Kapitel dafür benutzt, um sie zu warnen. Aber, und dann. Ja, dann sind sie halt zerstört worden. Und Leute, es war ganz schlimm. Ich habe darüber schon erzählt, die Geschichte schon erzählt, über Josephus war ein Geschichtsschreiber, ein jüdischer Geschichtsschreiber und hat diese Situation ganz deutlich beschrieben. Die ganzen Zeichen vor der Zerstörung des Tempels und Jerusalem hat er eindeutig beschrieben. Und Gott hat die Leute gewarnt. Er hat sie gewarnt, eine Warnung nach der anderen. Es gab da einen Juden, der hat gewarnt und gewarnt und gewarnt, dass Gottes Zorn kommen wird.
Und sie haben ihn nur geschlagen, eingesperrt und geschlagen und haben gesagt, halte deinen Mund. Und was wird heute gemacht? Die Leute, die warnen vor dem Zorn Gottes, sie werden auch, ja, nicht geschlagen, aber ja, was ist mir passiert auf YouTube? Sie werden nicht erlaubt. Sie werden nicht erlaubt. Nur die falschen Lehrer erlaubt man. Aber die Menschen, die wirklich die Wahrheit sagen, die lässt man nicht zu Wort kommen. Und das ist schon wirklich schade. Weil Jesus hat es damals gemacht. Er hat damals ganz Jerusalem gewarnt. Er hat gemeint, wenn ihr nur wüsstet, die Stunde und wen ihr hier seht, wenn ihr das nur wüsstet, nein, ihr wisst es nicht. Und weil ihr es nicht wisst, weil ihr es nicht wissen wollt, weil ihr die Wahrheit nicht wissen wollt, deswegen wird alles zerstört und eure Kinder werden mit zerstört. Ihr solltet wirklich Josephus lesen. Was für ein Blutbad da geschehen ist. Und es war auch der Zorn Gottes. Es war der Zorn Gottes, weil die Juden als Ganzes ihn abgelehnt haben. Es war nicht Israel. Ihr wisst doch sicher, dass Israel aufgeteilt wurde nach Salomons Sohn in das nördliche Reich und das südliche Reich. Also Juda, Königreich Israel. Israel hatte 10 Stämme und die gingen total in den Juden, in den Heiden unter. Die haben sich total mit den Heiden gemischt bis zur heutigen Zeit. Ja, man kann sie nicht mehr finden, sozusagen. Und zur Zeit von Jesus war Israel weg. Es gab kein Israel. Natürlich hat Gott gesagt oder Jesus gesagt, ich gehe zu den verlorenen Schafen von Israel, weil ja nur Juda übrig war. Also er ging sicher auch zu von anderen Stämmen, wenn sie überhaupt noch existiert haben. Aber heute existieren sie nicht mehr. Ja? Und er ist aber zuerst zu den übrig gebliebenen Menschen von Israel gegangen. Aber wie gesagt, die meisten waren ja Juden, also von dem Stamm Juda und Benjamin. Und zu denen ging er, weil die anderen nicht mehr da waren. Und von daher ist dieser Feigenbaum wirklich nicht symbolisch für Israel oder ganz Israel, sondern ganz speziell für eben die Juden, für das Judentum, für das religiöse System, das die Juden kreiert haben, also die führenden Juden kreiert haben, seit sie in babylonischer Gefangenschaft waren. Da haben sie das kreiert, dieses ganze System, dieses falsche System, diese falsche Auslegung, orale, also mündliche Auslegung von den 5 Büchern Mose. Da kommen die ganzen falschen Lehren her. Und wenn ihr das ganze Evangelium liest von Matthäus und Lukas, wisst ihr ganz genau, dass Jesus immer wieder und immer wieder die Pharisäer, die Schriftgelehrten und diese hohen Priester zur Rechenschaft zog. Immer wieder, Leute, hat er das gemacht. Ich habe da 20 und ich will zu 20 gehen, also 22. Und nun schauen wir uns mal dieses Gleichnis an. Ja? Ich hoffe, dass es endlich kommt. Und zwar von diesem Weinberg. Ja? Der Weinberg. Und zwar, wie gesagt, es ist in Lukas 20, 9. Und ihr könnt das Gleiche finden eben in Matthäus. Ich denke Matthäus 21 vielleicht oder 22. Das Gleichnis von den Weingärtnern. Er fing aber an, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein gewisser Mensch pflanzte ein Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und hielt sich längere Zeit im Ausland auf. Und als es Zeit war, sandte er einen Knechten zu den Weingärtnern, damit sie ihm einen Anteil von der Frucht des Weinbergs gebe.
Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort und sandte einen dritten, aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Dies sind Gleichnisse oder Beispiele für die Propheten, was die Juden, die Israeliten gemacht haben mit den Propheten. Sie haben sie genauso behandelt. Sie hatten keinen Respekt vor Gott, dass der Gott sie geschickt hat. Oh nein, es hat ihnen gar nichts ausgemacht. Und deswegen wurde halt Gott sehr wütend. Und deswegen könnt ihr dann auch sehen, dass ja, in Wirklichkeit hat Gott Juda nicht ein mehr Zeit gegeben, sondern es war alles, es ging halt alles um den Messias, dass der Messias kommen muss. Wenn Juda nicht Messias hervorbringen sollte, dann wäre auch Juda keine Chance gegeben, Messias anzunehmen. Aber deswegen, weil sie Messias hervorbringen sollten, hatten sie noch eine Chance und sie haben es nicht akzeptiert. Sie haben weiterhin Gott abgelehnt und den Messias abgelehnt, was sie ja schon von ewiglich gemacht haben. Das hat sie ja, deswegen hat sie ja Jesus, deswegen hat sie ja Gott geschieden, weil sie auch früher immer wieder Götzendienst getan haben. Und weiterhin haben sie Götzendienst getan, auch als sie wieder zurückkamen nach Judäa. Und nun, da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Aber die Weingärtner, als die Weingärtner ihn sahen, sprachen zueinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Könnt ihr das vorstellen? Was denkt ihr wohl? Meint ihr nicht, dass dann der Weingärtner kommt oder der Besitzer kommt und diese Leute umbringt? Was denken sie sich? Meinen sie, sie kommen da gerade einfach davon? Sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und tötete ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Das ganz Dicke. Ganz ehrlich. Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Und jetzt hört, was diese Pharisäer sagten. Er hat ja diesen gesagt, es waren ja die Pharisäer, die vor ihnen saßen und die Schriftgelehrten. Als sie das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Das sei ferne. Sie haben also gesagt, ha nee, das macht er ganz bestimmt nicht. Im Badischen. Ja, ich benutze jetzt mal meinen badischen Dialekt. Ha nee, das macht er ganz bestimmt nicht, sagen die Badischen. Wie dumm kann man sein? Na dumm, ich weiß gar nicht, ob das dumm ist. Aber keine Furcht, keine Furcht. Sie haben ja gedacht, ha, uns passiert doch nichts. Wir sind doch geschützt. Wir können doch machen, was wir wollen. Wir sind die Obersten hier. Wir sagen, was hier zu bestimmen ist. Ja? Er aber blickte sie an und sprach, also Jesus blickte sie an und sprach, was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Und auf wen er fällt, wird zermalmt. Da suchten die obersten Priester und Schriftgelehrten, Hand an ihn zu legen, in dieser selben Stunde. Aber sie fürchteten das Volk, weil ja das Volk noch immer meistens ihm zugejubelt haben. Denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Sie haben also erkannt, dass er dieses Gleichnis auf sie benutzt hat. Und auch dieser Ölberg,
nicht Ölberg, diese Feigenbaumgeschichte kam ja genau vorher. Lukas hat das nicht beschrieben. Und sie haben also ganz genau gewusst, warum er das gemacht hat, gesagt hat. Ja? Es hat also nichts damit zu tun mit Israel. Und ich muss euch gleich dazu sagen, er hat damals Israel oder nee, Juda abgelehnt, weil sie ihn ja umgebracht haben und abgelehnt haben. Deswegen kam die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Und was denkt ihr? Meint ihr vielleicht, Gott hat seine Meinung geändert und hat gesagt, ach nein, es war ja nicht so schlimm, dass ihr meinen Sohn umgebracht habt. Ja, ich vergeb euch ja. Und die Leute haben noch nicht mal Reue getan. Ja? Oder denkt ihr wohl, dass heute die Juden in Israel Reue tun? Natürlich gibt es einige, die Jesus Christus angenommen haben, die ihren Messias angenommen haben. Ist ja nicht unser Christen-Messias, ist ja der Messias von den Juden. Natürlich gibt das. Und die haben ihn angenommen. Aber was machen sie mit denen, Leute? Sie verfolgen die Leute, die Messias angenommen. Genauso wie damals. Sie damals schon die Christen, die jüdischen Christen, verfolgt haben. Sie machen das Allergleiche noch. Heute in Israel. Im Staate Israel. Und dann denken die Leute, dass Gott ihnen helfen wird oder dass er sie wieder angenommen hat? Nein, Leute. Also auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Hier, was denkt ihr wohl, Leute, was mit diesen Weingärtnern gemacht wird? Was denkt ihr, was der Besitzer von diesem Weinberg mit den Weingärtnern machen wird? Seid ihr auch so und sagt, ha, pf, der macht nichts. Der macht nichts. Genau wie damals. Ja? Oh, nö, der macht doch nichts. Nee, nee. Nein. Natürlich, was hat er gemacht? Deswegen hat ja Jesus, diese ganzen Kapitel sind ja deswegen von Jesus ganz besonders benutzt worden oder diese Stellen zwischen eben dem Abendmahl und seiner den Einritt nach Jerusalem, um ihnen zu sagen, hallo, passt auf, was passieren wird. Jerusalem wird zerstört werden. Hat er ihnen eindeutig gesagt. Das hat also nichts zu tun, dass wieder der Feigenbaum wieder ja lebendig wird. Der Feigenbaum wird nie wieder lebendig. Nie wieder. Weil Jesus selber auch sagt, diejenigen, die keine Frucht bringen, ja, die Zweige werden abgeschnitten. Das ist genau das Gleiche. Alle Zweige, die keine Frucht bringen, werden abgeschnitten. Ja? Keinen Unterschied, ob wir jetzt Juden oder Heiden sind. Wenn wir keine Frucht bringen, werden wir abgeschnitten. Und Frucht ist nur, kann man nur bringen, wenn man mit Jesus Christus verbunden ist, wenn man mit Gott verbunden ist. Und diese Pharisäer waren mit Gott nicht verbunden. Ja, sie sind heute auch noch nicht verbunden. Diese Rabbis, diese Leute, die Jesus Christus ablehnen, die überhaupt alles ablehnen. Ja, sie sind halt Juden, weil sie Juden sind, weil sie, was weiß ich was, von Geburt aus, ja, sagen, sie sind Juden. Aber ein wahrer Jude ist der, der es im Herz ist. Ein wahrer Jude ist derjenige, der Gott nachfolgt. Der dem Gott Abraham nachfolgt. Der dem Gott Isaak nachfolgt. Der dem Gott Jakobs nachfolgt. Das ist ein wahrer Jude. Das sagt Paulus eindeutig. Und nur der ist ein wahrer Sohn Israels, der Gott im Herzen nachfolgt. Ja? Nicht nur, ha, ich bin geboren.
bin Abrahams Nachfolge. Nein, nur die sind Abrahams Nachfolger und Jakobs oder Israels Nachfolger, die auch wirklich Messias nachfolgen. Und damit, das wollte halt hier Jesus sagen. Und damit wurde halt die Prophezeiung von Daniel erfüllt. Diese 70 Wochen, das gehört ja da auch dazu, diese 70 Wochen wurden erfüllt durch die Zerstörung von dem Tempel und oder auch Jerusalem. Und jetzt sagen natürlich Leute, ja was, hat Gott die Juden verworfen? Hat Gott Israel, also die biologische Israel, verworfen? Nein. Wenn wir das anschauen, sehen wir ganz genau, dass sie selber verursacht haben. Sie haben Gott abgelehnt. Sie haben Messias abgelehnt. Nein, Gott hat sie nicht abgelehnt. Es gab da nur halt eben Konsequenzen. Nur, es gab nur Konsequenzen. Und diejenigen, die ihn angenommen haben, die wurden ja nicht zerstört. Sie haben ja die Zeichen gesehen, die vor der Zerstörung passiert sind. Die haben das gewusst und sind rechtzeitig von Jerusalem weg. Ja, manche nach Ephesus, das wissen wir ganz genau, von Johannes und Maria sind ja dann in Ephesus gelandet. Ich weiß nicht mehr 100%, wo die anderen gelandet sind, aber sie haben sich halt auch überall zerstreut. Aber wir müssen das wissen, damit wir nicht diesen falschen Lehrern verfallen. Die sagen, ah ja, diese Generation, das ist diese Generation von diesen Juden, die wieder nach Israel zurückkamen. Nirgends, aber gar nirgends steht das. Nirgends. Und Gott wird Israel oder die Juden nicht annehmen oder die Nachfolger von Abraham nicht annehmen, die Jesus nicht oder die Jesus ablehnen, die den Messias ablehnen. Die Juden haben ganz genau gewusst, Leute, die haben es ganz genau gewusst von Daniel, dass der Messias kommen wird. Die haben es gewusst. Auch nach Jesus sind nämlich noch Leute gekommen, die sich als Messias ausgegeben haben. Natürlich falsche. Und denen sind sie auch nachgelaufen. Die haben ganz genau gewusst, wenn Messias kommen soll. Und auch heute, Leute, wenn sie sich wirklich der Wahrheit zuwenden würden, würden sie wissen, wer der wahre Messias ist. Aber wiederum, sie wollen nicht ihre Vorrangstellung aufgeben. Ja? Oder ihre Macht aufgeben. Nein, sie wollen das heute auch noch nicht. Und Leute, soll für uns auch eine Warnung sein. Ja? Eine ganz große Warnung. Wen laufen wir nach? Ja, wen laufen wir nach? Zum Schluss sind es ganz wenige gewesen, die dieser Gemeinde in Jerusalem dieser Gemeinde angehört haben. Es waren ganz wenige. Die meisten wiederum sind den Pharisäern, den Schriftgelehrten, Sadduzäer, den Hohenpriestern nachgefolgt. Und das ganze Volk kam um. Es war furchtbar. Die meisten sind umgekommen. Die Leute, die man in die Sklaverei verkaufen konnte, kamen in die Sklaverei. Ja, und die anderen, die Alten und die Jungen und ja, die in Sklaverei bringen konnten, die wurden umgebracht. Ein riesiges Blutbad. Ich war in Jerusalem und die haben das gesagt, dass das Blut, die hatten so eine Wasserkanne, ich kann es nicht mehr sagen, was ist eine Kanalisation. Die hatten eine Kanalisation, also wo das Abwasser hinging. Und da lief das Blut runter. Ich komme nun zum Ende. Leute, ich hoffe, dass es geholfen hat, um dieses Ganze zu verstehen. Lies das nochmal, Lukas, ich würde sagen, mit 19 anfangen,
19 bis 21. Und dann lies Matthäus nochmal von 20 oder 21, also ich der 20 auch anfangen bis 24. Damit man wirklich und vergleicht die beiden, damit ihr das versteht, was da vor sich ging während dieser Zeit. Und nichts, gar nichts hat Jesus erzählt von der Endzeit. Diese Endzeit kommt dann erst später dazu. Also nach Matthäus 24, die Hälfte danach. Also ich glaube Matthäus 24, wo ist 29? Da ist dann erst die Rede von Endzeit. In Lukas 21, 25. Dann kommt erst die Rede von der Endzeit. Und wie gesagt schon, ich habe ja schon mal gesagt, dass die Jünger das gar nicht gewusst haben, dass da so viel Zeit dazwischen ist. Sie haben gedacht, das Ende kommt gleich nach der Zerstörung des Tempels, ja, und Jerusalem. Das haben sie gedacht. Sie haben gesagt, Jesus kommt ganz bestimmt wieder während der Zeit. Und er ist nicht gekommen, ja. Und zum Glück aber sind sie aus der Stadt weggegangen und mussten irgendwo anders wieder anfangen. Aber ich komme nun zum Ende. Also bis zum nächsten Mal. Lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.